willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Schwatzingen 3. So, da kommt meine Subventionierung erstmal rein vom Altmaier. Wir haben ein kleines Problem gehabt jetzt, dass der Spielstand gecrashed ist. Darum ist mein Feld hier natürlich jetzt erstmal wieder ungekruppert. Wir haben jetzt einen Notspielstand sozusagen erstellt, in dem alles sozusagen nur mit Standard-Items oder notwendigen Mods versehen ist. Wir haben keine zusätzlichen Mods erstmal drauf, um zu gucken, ob das läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier an meinen Bäumen liegt, weil die ja rumbacken, indem die entastet sind. Deshalb lasse ich die auch erstmal stehen. Und wir gucken, wie weit wir heute kommen. Ist halt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil dadurch das Real Farming so ein bisschen durcheinander kommt. Aber wir müssen jetzt erstmal testen und haben jetzt eben einen Notspielstand gemacht erstmal. Wenn sich das bewahrheitet, dass es die Bäume sind, dann wird man die ganzen Mods wieder draufhauen. Aber solange wir das nicht wissen, spielen wir soweit ohne Mods, also ohne großartigen Mods. Einfach um sicherzugehen, dass keine Fehler passieren. So, stimmt, da fällt mir gerade was ein. Da will ich doch gerade noch mal was ändern. GS Tuckel. Gut, also so viel dazu und dann würde ich sagen, rufe ich mal kurz das Lohnunternehmen an. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo Herr Neumann. Sie wissen ja von den Problemen, die ich zuletzt hatte oder die wir zuletzt hatten. Jetzt hätte ich gerade eine Frage, ob Sie jemanden haben mit Tiefenlocker oder Pflug, das ich ansehen kann. Achso, zum Pflügen ihrer beiden Felder? Jawohl. Ja, habe ich einen. Dann wäre nett, wenn Sie jemanden runterschicken. Ja. Gut, vielen Dank erstmal. Bitte. Kommt er mit Pflug oder mit Tiefenlocker? Mit Pflug. Okay, das ist optimal. Gut, dann danke, bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Gut, okay, der kommt mit Pflug, das ist schon mal gut. Dann können wir da auch nachher die Felder gleich zusammenlegen. Ich glaube, das ist andere Richtung. Ups, also. Mal hier gerade mal ein Vorgewinde, bis der da ist. Hey. Warte mal kurz. Was ist denn hier? War das früher auch schon? Hey, die Mühle, die ist doch neu, oder? Die Mühle habe ich früher nie gesehen. Komisch. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ups. Motor aus. Gut, außerdem sei gesagt, dass wir im Moment daran arbeiten, unsere eigene Karte zu machen. Was hoffentlich in absehbarer Zeit auch was wird. Dann hätten wir unsere eigene RP-Karte. Die Karte wird nach unserem eigenen Geschmack sozusagen erstellt. Wird genau auf uns angepasst, ist eine Vierfachkarte. Und somit haben wir da auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Zu sagen, okay, wir bauen uns ein richtiges Gefängnis oder sonst irgendwas.
Ja. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Wobei, warte mal, ich könnte eigentlich. Gleich mal den Hans-Peter nochmal anrufen. Jetzt das Telefon schon wieder. Ah, hier. Hallo? Hallo? Du Hans, ich hatte glaube ich. Oh, der kommt ja schon. Ich muss glaube ich gleich kurz unterbrechen. Eieiei, was ein Monstrum. Ich glaube, das LU rückt hier gerade an. Das was? Das Lohnunternehmen rückt hier gerade an mit einem kleinen Flug. Oh. Okay. Lol. Weißt du, mit was die gerade hier ankommen? Mit was? Mit dem Quadtrack. Wow. Eieiei, was ist denn jetzt los? Was kommt hier? Ja, die haben Geld ohne Ende. Ja. Kannst du mir noch einen Frontmähwerk bestellen und einen Ladewagen von Pöttinger? Klar, kann ich das. Müsste eigentlich finanziell ausreichend sein. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus vom Kontostand. Ja, dann komme ich demnächst vorbei. Und ein Wasserfass bräuchte ich auch noch. Ja. Okay. Gut, dann bis gleich. Ich komme dann irgendwann demnächst. Jo. Ciao. Ciao. So, Herr Varuna. Hallo. Ich wurde geschickt, dass ich hier fliegen soll. Ja, passen Sie mal auf, Sie stehen schlecht. Ja, ich pack den mal eben. Ja, fahren Sie einfach mal aufs Feld, genau. Volker? Jo. Aber warte, ich fahr mal runter hier. Das wäre gut. Pack auf der anderen Seite. So. Ich gebe kurz den Auftrag weiter. Jo, ja. Wer sind Sie denn? Ich kenne Sie noch gar nicht. Ich bin neu beim Lohnunternehmen. Oh, und wie heißen Sie? Nicolas Cordes. Wie? Nicolas Cordes. Komischer Name. Cordes? Ah, hallo. Ja. Hi. Okay. Die zwei Felder hier pflügen. Mhm. Ja, das hier und das daneben. Wichtig wäre auch, dass sie die gleich verbinden. Okay, das kann ich machen. Aber bitte exakt an der Grasnarbe entlang oder Feldnarbe. Also ich soll die zu einem Feld quasi dann machen, ne? Jo, bitte. Dann mach ich. Hallo Volker. Hallo, komm mal gerade mit rüber auf den Hof, da haben wir Ruhe. Jo. Achso. Machen Sie mir das Feld nicht kaputt, gell, Herr Cordes. Ja, ja. Ich flüge da mal. Jo. Was machen, bevor der Beispiel leer ist. So. Ups, also. So, jetzt Jürgen, was ist los? Bist du interessiert an einem Grasfeld? Du. Ja, könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Hab gerade Mähtechnik bestellt beim Hans. Hast du Bock, mit mir zusammen da drüben das große Feld zu kaufen, die Wiese? Das da hinten? Ja, die große hier nebenan. Für was brauchst du die? Ich würde gern Silage herstellen und ein bisschen, also können uns da mit den Schnitten abwechseln, da ich dem LU oben ein bisschen Silage bringen kann. Statt für meine Kühe, weißt du? Okay, das können wir machen. Ich meine, so im Moment brauche ich noch nicht viel Gras. Muss erst noch Kühe kaufen, Schafe kaufen. Wer steht? Wer kommt denn hier jetzt noch angerannt? Ja. Hallo. Ja, genau. Hallo. Ja. Ja. Jo, es steht, ich glaube, noch 100 Liter. Ich glaube jeweils 100 Liter oder so oder einmal 20. Ja, das ist egal. Ist egal. Dann so. Danke ich dir, ne? Ja. Ja. Das ist gut. Lukas? Ja? Hast du gerade was zu tun? Nee.
Es trifft sich perfekt. Kannst du unten den Case nehmen, zum Händler fahren? Da müssten Frontmähwerk und ein Ladewagen sein. Okay. Danke. Läuft ja wie am Schnürchen hier. Ja, können wir theoretisch machen. Ich meine, so viel Gras brauche ich erstmal nicht. Weil du hast ja auch Schafe, habe ich gedacht, Grasfeld so zu teilen, das ist ja schon riesig das Tier, ne? Ja. Oh, warte mal. Der kommt schon wieder angerannt hier. Nee, hä? Wer kommt denn da jetzt? Ist das? Ist doch der vom Das. LU, oder Ja, ja, nicht? ja. Wie heißt der? Ausdauer. Nicolas Cortez oder so. Cortez. Ja? Herr Verona, ich habe es ganz vergessen. Sie müssen mir erstmal den Zugriff auf das Land geben und hier unterschreiben. Ja, ich unterschreibe mal kurz. Moment, wo sind Sie denn? So, bitteschön. Auftragsbestätigung ist raus. So, schön. Tschüss. Hat er jetzt wirklich 5 Minuten gebraucht, bis er die Papiere rausgekramt hatte? Ey, ey, ey. Naja, er ist ja noch neu. Ja. Okay. Ja, wenn du Bock hast, können wir das machen. Jo, wie stellst du dir das preislich vor? 50-50, oder? Oh, Einfach sagen. bist aber ein Abzocker, Jung. Wieso? Ich brauche vielleicht eine Bahn hier für meine Schafe. Ja, dann zahle ich halt was mehr. Wir können. Wie viel brauchst du? Ich brauche vielleicht eine Bahn. Ich weiß nicht, ich habe noch gar keine Schafe. Die muss ich heute auch erstmal noch kaufen. Kostet das Feld denn? 130 Wie Ei viel? kostet das. 130.300 kostet das. Also, wir machen Folgendes. Aber dann will ich unbegrenzten Zutritt. Dann zahle ich dir ein Viertel. Zahle ich 30.000, zahle ich davon. Wenn ich die überhaupt noch habe. 30.000. So viel habe ich gar nicht mehr. 26.000 habe ich gerade noch. Und ich muss noch ein paar Schäfchen kaufen. Und das Lohnunternehmen will nachher auch noch Geld. Schauen wir gerade in der Preistabelle, wie viel das kostet. Was für eine Zahl hat das? Ach, 86, glaube ich. Moment. 83. Das sind 26.000 Steuern. So viel Geld habe ich gerade mal. Wie schaut es denn bei dir aus? Kannst du dir das überhaupt leisten? Ja, ich hab noch fast 2.500. Zweieinhalbtausend, 250.000 nehm ich mal an. Ja, manche. Okay. Ja. Mir Ich ist das würde egal, mich. wir können auch ein anderes Feld kaufen. Weißt du, also eine Na, andere das Wiese, mir wäre. ist das Hier hast egal. du halt schon einen guten Ertrag, weißt du? Das ist ein Ja, großes Ding. deswegen. Und, warte mal, lass mich mal gerade gucken. Der Vorteil ist halt auch, du kannst hier düngen. Ja. Oh ja, es ist bisher 32% gedüngt, ne? Ja. Deshalb, was hast denn da in der Hand? Feuchtigkeitsmesser. Uiuiui, wo kommt denn der her? Habe ich mir gekauft. Nice. Letzt. Ja, wie gesagt, ich würde mich schon beteiligen, aber im Moment ist halt schwer. Also ich würde 30.000, wenn ich hin und wieder mal einen Ladewagen voll krieg, anbieten. Ja, okay, dann machen wir dazu. Dann kaufe ich das Feld. Und ich stotter die Und 30.000 bei dir ab. genau. Weißt du, ob eben schon 400.000 von der Stadt überwiesen worden sind? Weißt du das? Warum für 400.000? Bei mir. Für was? Wegen dem neuen Safe Game. Hey. Für die Kühe und so. Ach so, nee, die Subventionierung, die dürfte eigentlich noch nicht raus sein. Aber dann muss ich die noch einfordern, dann könnten wir auch, wenn du einen Düngestreuer oder so brauchst, kannst du die noch bei mir leihen, dann würde ich mir noch einen Düngestreuer kaufen. Dann bin ich gerade mal überlegen, dann kriege ich ja auch noch mal für die Schafweide kriege ich dann auch noch mal Kohle. Ja, Dann ja. könnte ich die 30.000 auch schneller zahlen. Ja. Okay. Wenn du hier irgendwas zu dreschen hast oder so, ne, dann kommst du vorbei, kannst du dir auch den Ideal holen. Ja, jetzt Sonst, müssen ne? wir es mal drüben erstmal ansehen und
Das weiß man gar nicht, was ich da ansehen soll. Es dauert noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, es werden gleich ein bisschen wärmer, ey. Okay. Ich weiß gar nicht, was Wollte haben auch wir noch gerade. ansehen. Oh, 4 Grad. es da dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja, ich brauche 6 Grad, um Haarfarben zu sehen, das ist. Ah, da kommt der Lukas schon wieder. Ja. Hallöchen. Hi. Ja, also der Ladewagen und das Mähwerk sind da. Okay. Da oben stand auch noch so ein Wasserfahrzeug, das auch noch mit runterfahren. Ja, wobei, da könnten Sie vielleicht das Auto nehmen. Nee, das ist Okay. ein Geschäftsauto. Nee, dürfen Sie nicht. Dann sind Sie versicherungstechnisch nicht abgesichert. Das machen wir lieber nicht. Nee, Ja. mit dem Traktor müssten Sie dann nochmal fahren. Okay. Warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Okay, nee, machen Sie das erstmal und dann hören wir uns gleich nochmal. Okay. Gut, tschüss. Ja, der ist ja eifrig. Der will bestimmt nachher ordentlich Kohle haben. Ja, okay, passt. Ich gucke auch, dass ich das krieg. Ich glaube, das müssten wir heute über den Hans-Peter machen. Ja. Sieht aus mit dem Schneidwerk und so. Also einen Ladewagen, einen großen habe ich. Schneidwerk habe ich. Ich habe halt nur ein Frontmäherwerk. Ja. Kein Butterfly. Aber. Mal, was holt der? Ne, da geht es nicht dran. Also da müsste man noch mal ein Butterfly wäre schon gut. Und ein Dings da. Ein Schwarter. Jetzt warte mal kurz. Ich guck mal gerade in die App rein. Was kosten denn Schwarter? Wird den für 30.000 sagen wir, von Kuhlen. 2 Kreise. Warte mal, ich muss mal gerade rechnen. Was hast du gesagt, wie viel Prozent wir kriegen? 45% kriegst du auf die, wenn du Bio machst. 45%, dann muss ich mal Kriegst du gerade. natürlich auch auf die Schafe, ne? Ja, klar. Ich rechne jetzt erstmal die Schafweide aus. Sind, was? 65? 65 mal 1,2. Mal 0,45 sind 35.000, die ich da krieg. Viel. 35. Okay. Dann würde ich sagen, kaufe ich den Schwader. Ja, soll ich schon das Das Butterfly-Dingens. genau das Heckteil Ja. kaufen? Und dann habe ich nämlich noch ein bisschen Geld, um mir erstmal noch ein paar Schafe zu kaufen. Ja. Aber ich muss auch gucken, wie ich die herkriege. Ich habe noch keinen Transporter. Sollen wir dann düngen lassen von dem LU? Das können wir machen. Er kostet ja nicht so viel. Ja. Denke ich mal, da machen wir da 50-50 oder was? Jo. Denke mal, das hier fällt düngen 2.000 maximal. Na, weniger hoffe Dann ich. nehmals. Aber dann machen wir das mal so. Ja, Okay. okay. Dann machen wir das so. Gut. Dann kaufe ich jetzt gleich das Butterfly-Dingen. Jo. Und sag's dem Hans-Peter, dass er mir auch das Geld überweist. 35.000. Wenn ihr den schon in der Leitung hast. 30.000. Jo. Für den Schafstall. Die Schafe muss ich dann extra abrechnen. Ist okay? Gut, dann mache ich nicht, nehme ich mal rüber und. Achso, nee, ich habe gerade keinen Traktor. Soll ich dem auch schon sagen, von dir aus, dass, wenn der das überwiesen hat, dass der den Schwader bestellen soll, dann brauchst du nicht hochfahren oder Ich muss anrufen oder sowieso so. hoch. Ich muss halt. Oder du holst den Schwader, mir ist das egal. Ich kann ihn halt mitnehmen. Ja, dann machst du das. Dann kann ich nämlich drüben ansehen. Ja, Okay. oder? Warte, kann ich ihn mitnehmen? Ja, machst Schneidwerk vorne dran und den Schwader hinten dran. Ja, Beziehungsweise kannst den Schwader auch ans Schneidwerk machen. weil ich war noch am Überlegen, ob ich mir, ich muss nämlich oben noch ein Gewicht abholen. Ja, machst Gewicht vorne, hinten Schneidwerk, Mähwerk und den Schwader an das Mähwerk. Das geht. Ja, dann hole ich Aber den Ladewagen danach einfach. er Ich habe soll noch das eh halt nicht richtig viel. verbuchen auf der Rechnung, gell? Nicht, dass er dir alles gut schreibt oder abzieht. Ja. Ja, Okay, ja, ja. dann Machen wir so. verbleiben wir so. Gut, Okay. danke. Bis dann erstmal. Warte mal. Jo. Ja.
Nee, ich rufe das LU an. Okay, passt. Gut, okay. Bis dann. Tschüss. Okay, ciao.